Und jetzt wieder nach oben. Ding, oh Mann! Please! Hauptsache, du stellst dich extra, Kinder! Oh, ja, bist du, du bist Mann, nicht weggeflogen? Du mit 2000 km/h nicht reingefahren! Bonsoir, Muchacho, seid herzlich willkommen, Level Asian mit der Mighty Muchacho Army. Und ich glaube, ich wechsle nochmal auch schnell auf Strand so. Hat nämlich der Dicke auch gerade gemacht. Stronzo, freier Modus natürlich und Putz. Wen haben wir denn alles da? Ah, einmal Loser Deko, der extrem hässlich ausschaut. Aber der Rest der Mighty Muchacho Army. Guckt euch mal diesen hässlichen Hut, ist Mann. Doch sehr hübsch und stylisch unterwegs. Wer? Da hat jemand ausgesehen getunte, ist doch keine Hardcore Level Asian. Ihr könnt eigentlich das machen, was ihr wollt. Hauptsache, ihr kommt alle am Ende am Ziel an, ja? Wenn ihr nicht ganz so viel Erfahrung mit Level Asian habt, dann nehmt doch ruhig Betune. Aber ihr müsst wissen, dann sind eure Eier mikroskopisch klein. Das ist dann so, ne, der Tribut, den man zahlt. Also wenn man mit getunten Pferd hat man kleine Eier. Dann hat man rosinenähnliche Eier, genau. Ja, aber Rosinen sind auch gar nicht so klein eigentlich, ne? Ja, ich weiß, Deko. Bei dir ist das, siehst du ja jeden Tag, ne? Deswegen. Scheint ja, bei dir Rosinen, die Rosinengröße ganz gut zu sein. Rosinen sehe ich jeden Tag, Rosinengröße, wenn ich... Okay, jetzt muss ich irgendwie einen Grund ausdenken, warum ich mal wie Schwanz sehe. Was müssen wir da machen? Beziehungsweise seine Eier. Oh, guck dir an. Ich denke, hier rüberspringen. Ich mach's mal so. Ich mach's hier mal. Hey, das ist meine Technik! Sind wir doof? Ja. War auch Gruppe. Bin bei Erster. Fahren wir wieder weiter. Oh. Wie komme ich da hoch? Nein! Achso, da. Das war eine Kack-Try. So? Ey, schaff mich doch nicht, man! Nein, klappt nicht so. Doch, anscheinend. Nee, doch nicht. So. Dann kommen wir hier. Schaffen wir es, an der Seite mit draufzuspringen? Oh, hier. Nein. Alter, man springt aber echt. Muss halt irgendwie den richtigen Punkt finden zum Springen. Okay, wo sind wir jetzt? Nein! Ja. Why, Deko, why? Ich hab den Punkt! Why? Und ich sage, bye, 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 liebe des Lebens. Kann man da irgendwie anders hoch? Leute, du kannst einfach unten durchfahren! Lol, ehrlich? Oh, man! Deswegen sind auch alle schon weiter, Alter. Ich mache hier richtige Hampelanstalten, Alter. Hampelanstalten. Okay, da hoch. Jetzt gehen wir hin. Ah! Haben wir? Respawn ganz schnell! Da ist der nächste. Der sein? Ja, den haben wir auch. Lol. Hauptsache, es ist nicht mal GTA-Modus, Alter. Kein GTA-Modus, ne? Also ist eigentlich besser, ne? Aber wenn man runterfällt, ist man halt tot. Das ist das Ding eben, ja. Was für Level Agents immer ein bisschen kacker ist. Das ist für Level Agents sehr kacker! Oh. Achso, das ist ein Stein. Nein! Aber der Stein ist blöd! Hab ich den Zaun hier zerperstelt! Putz. Lol. Lol. Das geht doch bestimmt einfacher, oder? Machen wir mal so hier. Eigentlich müsste es mit dem Stein aber gehen. Na! Scheiß Try. Da fährt Deko. Nein. Ach, fuck, da ist ein Eck rum dran. Wie fahr ich denn? Hoch 5, 8. Ich fahr jetzt anders, ey, please. Vielleicht geht's doch hier. Aber man kommt hier auch scheiße auf so ein Ding an. Ja. Lol. Nee, hier geht's nicht. Aber vielleicht daneben. Vielleicht neben dem da. Ey, wie fahr ich denn? Ja, wir suchen jetzt einen anderen Spot. Ja, Level Age, ne? Muss man ein bisschen herausfinden. Ein bisschen suchen. Ha! Da sind wir oben. Was? Wie machten sie das? Wupp. Da sind wir weiter. Oh, da sind wir. Weg. Okay, Deko, hast du neben dem Dach da hochgesprungen. Also links vom Dach. Links vom Dach? Mit der Mauer, mit der Betonmauer. Achso, hast du echt so gemacht? Ja. GG, das war ja auch ein bisschen... Wie fahr ich denn? Bei vielen Punkten kann man einfach eigentlich unten gegenfahren. Ich fahr gerade echt Crippleweg. Da war maximal... Meint er die hier? Minimal springen. Meint er das mit links? Nee, die ist einfach nur so mit Beton. Ich hab den Punkt so bekommen. Ich war vielleicht 5 cm in der Höhe und hab den Punkt so bekommen, ey. Das war schon fast frech, also. Ich bin aufs Dach draufgesprungen. So. Ja, es war wieder ein bisschen... Also, ich hab's auf jeden Fall richtig gemacht. Ja, ich fühle mich auch nicht gut dabei, muss ich ja mal sagen. Aber es geht bei vielen Punkten, würde ich sagen. Ja, ich seh's gerade schon wieder. Ja, der Punkt mit dem Kleinhaus da, ne? Nui. War auch schon so gesetzt. Wow!
Okay. Wow, wie fahre ich denn? Ich kann einfach gar nicht normal fahren mit dem Motorrad. Jetzt sind wir hier an diesem Bastardsteg. Ein Bastardsteg? Aha. Ja, dieser Steg, wo diese eine Level Asian angefangen hat. Wow. Weißt du, wo man springen musste und dann auf so einen Container drauf? Oh, okay, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber... Ach nee, ist ein anderer Steg hier. Na, kurz ein paar Plätze gut gemacht. Man muss einfach nur richtig gliden können. Boys. Boy. Ach hier, ah, den Scheiß meinst du. Okay, ja. Nein! Scheiße. Und hoch. So. Einmal wieder zurück. Komm ich hier noch hoch? Das wäre vom anderen Dach aus einfacher gewesen. Lol. Ich nein! Na! Ah! Kann ich da auch wieder irgendwie einfach hoch? Dann fahren wir auch so gegen die Wand. Pack. Lol! Ich sag okay, doch, das vom ist Dach ein bisschen. Einfach. Ich finde, das ist manchmal ein bisschen zu einfach, da hochzukommen. Ja, also, man muss ja nur gegen die Wand fahren ab und zu und dann. Schon wieder! Da bin ich kein Freund von. Ja, welcher Blatt bist du, Deko? Ich hab was mit Luft. Leute, wir müssen hoch auf dem Mount Schwier wieder, ne? Ey, schon wieder? Ich hoffe, es gibt. Ach nee, da haben wir angefangen. Haben wir noch... Nee, haben wir nicht. Ich hoffe, es gibt noch einen geilen Glide. Das wäre nice. Ja, doch, könnte möglich sein. Ja, ich glaube schon. Fahr doch! Wie fahre man? Ja, überlegen wir so einen Quad zu nehmen. Früher eine Quadfahrerin damit vorbei. Ja, aber du kannst leider nicht absteigen, ne? Ach so, stimmt ja. Das ist das Problem. Ich habe leider gar nicht drauf geachtet, wie lang diese Strecke ist, weil. Ist ja schon ein paar Kilometer, ne? Man fährt ja schon ein bisschen rum. Also, ich gehe davon aus, dass noch ein bisschen was zu fahren ist, ey. Ich kann aber eben schauen. 19 von 34 Punkten. Alter, und Platz 1 ist eine Minute entfernt. Also vor mir ist eine Gruppe, das ist aber ein bisschen weiter weg. Und hinter mir sind Leute, aber ist auch ein bisschen weiter weg. Schau nochmal, also, genau. Bin da hinten ist Deko, oder? Am 8. Platz. Ganz vorne. Okay. Und Abkürzung! Nice! Bin gerade eine epische Abkürzung hier lang gecruised oder lang geflogen. Ich dachte auch, ich habe eine Abkürzung genommen, aber eigentlich habe ich genauso lange gebraucht, wie der Typ die Straße genommen hat. Okay. Also. Ich sehe es, jetzt geht's hier wirklich hoch. Abkürzung war da nicht viel. Mount Chiliad, gib mir ein Glide, Boy. Oh, ich bin schon wieder Neunter, nice. Ich habe wieder ein paar Plätze gut gemacht. So, und jetzt ein bisschen Wheelie. Wobei, ihr sagt ja auch immer wieder, wenn man nur um 8 drückt, dann ist die Endgeschwindigkeit schneller. Weil ich habe mich schon so an den Wheelie-Modus gewöhnt. Wheelie-Modus? Hä? Was? Sick. Oh, Baum. Was war das denn? Ah, Baum. Was war das denn? Baum. Fahr schneller! Oh, jetzt fahre ich den scheiß Mount Chiliad hoch, Alter. Oh, ich hasse diese Offroad-Scheiße, Mann. Da kann man mich echt mitjagen. Das war's für Dena. Wo ist Dena? Ja, Dena macht richtig, Alter. Dena ist übertrieben krass im Offroad-Chisel, Alter. Meine Fresse. Ja, das stimmt. Oh, da oben ist, glaube ich, ein Glide. Ja, das wird ein Glide. Da denkt man kann was im GTA und dann kommt man auf Offroad-Chisel und... Man kann gar nichts dann mehr. Dann siehst du, dass du nichts kannst. Oh, da sind die ganzen Leute. Alter, bin ich hier gerade. Aber ich glaube, vor mir der siebte Platz... Das Deko! Ich hab Deko fast eingeholt! Nice! Ich hab auch zwei Plätze mitgemacht. What the heck? Ich bin einfach gerade eine richtig heftige Abkürzung gefahren. Aber vor uns sind wir auch hier relativ. Ja. Fahr schneller! Du fährst einfach kreuzquer, immer gerade durch. Das ist, glaube ich, auch die Taktik. Oh, 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 oh. Ciao, Deko! Oh, 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 oh. Das war keine gute Idee hier, kreuz und quer zu fahren, Alter. Da wäre ich gerade fast abgeschmiert. Ja, fahren wir lieber hier ganz normal an. Alter, bevor du schmierst die ab, Alter. Dann darfst du safe hier nochmal neu machen. Das ist irgendwo unten, Alter. Wo ist denn der nächste Punkt? Das dauert die Ewigkeit, bis wir da sind. Der nächste Punkt ist da oben. Ist der oben? Wahrscheinlich oben auf diesem Dach drauf. Ja, glaube ich auch. Oh, zum Glück, dass wir keinen GTA-Modus angemacht haben. Stell dir das vor mit GTA-Modus. Alter. Oh, böse. Also, dieses Teil hätten wir, glaube ich, instantly abbrechen können, die Map. Das glaube ich auch. GTA-Modus. Okay, jetzt. Sorry for nothing, den Namen kenne ich auch irgendwo. Sechster Platz, wir haben uns echt krass nach vorne gekippt. Und das im Offroad-Style. Also, Alter, ich muss aufhören, hier irgendwelche Abkürzungen fahren zu machen. Wow, ich bin fast runtergefallen. Das ist keine gute Idee. Also, die letzten Meter fahre ich jetzt lieber auch nochmal ganz normal. Da haben wir auch nochmal ein bisschen Strecke gut gemacht. Da ist der fünfte Platz, ein bisschen Wheelie. Und da haben wir den Punkt. Sauber. Wir verfolgen hier den mal.
Das sieht ganz gut aus hier. Hä? Okay, Marvin. Was machst du denn da, Digga? Ja, ich bin einfach runtergerutscht. Komm, Baby. Soll da so eine Rampe? Jetzt geht's ab! Jetzt geht's ab! Wie soll man da durchkommen? Und... Hä? Musst du echt gleiten? Wenn man gleiten muss, dann ist das ja echt unmöglich, oder? Leute! Ah! Also, musst du echt... Hä? Nee, muss man nicht. Hauptsache, ich hab nach links geleckt und jetzt einfach geradeaus runtergefahren. Er schubst also mich runter! Ist das ein Nazi, Mann? Warum? Oh, ich richtige Pissflitsche, Mann! Oh, halt, das ist Nico. Verkeckt. Echt, du hast verkeckt? Ja, ich stand neben dem Stoppschild, wollte fahren wieder und hab nach links gelenkt, weil ich zur Seite stand. Und er ist aber nur vorne gefahren. Mich hat ein Muchacho weggekickt! Ja. Park. Aber Deko will noch einholen hier! Deko, bleib doch kurz stehen! Okay, das im Speed-Modus schaffst du gar nicht, weil die ganzen Dinger im Weg sind. Ja, geht auch nicht. Ciao, Pussy! Hey, da fährt einer zurück! Ja, ich bin gerade schon mehrere zugefahren. Okay. Ja, mal zurück. Nochmal dahin! Ciao! Ich bin hinterher gefahren und... Wow! Dachte schon, okay. Marvin hinterher springen ist safe und dann war aber keine Straße, wo du gesprungen. Ja. Und ich war zu langsam auf dem Ding. Muss aufpassen, Mister. Oh. Okay. Und. Aber mal respawn direkt. Und jetzt wieder nach oben. Ding, oh Mann! Hauptsache, du stellst dich extra, Kinder. Oh, ja, bist du, gesehen, du bist Marvin nicht weggeflogen? Gesagt, du bist 2000 km/h nicht hineingefahren. Ich hab gesagt, okay, den nächsten, der kommt, den ramm ich. Hallo, Marvin. Oh, schade. Weg! Was zieh ich? So kleine Spielereien kann man dann wieder mal aufschließen, ne? Oh, hallo, Marvin. Dankeschön. Wow! Oh, nein! Nein! Lass mich in Ruhe, bitte! Nein! Ich wollte dich wegkicken. Oh, Alter, ich bin fast mal geflogen, Alter. Ciao, Deko! Was? Kannst du mal schneller sein? Ja! Bist du gar nicht reingesprungen? Ich hab den Punkt so bekommen, ne? Du ein Wichser, Alter. Oh, jetzt kommt der Gleit, Deko! Jetzt kommt der Gleit, wir sind vierter Platz. Und du wirst fünfter sein, ne? Komm, Baby! Ja. Gleit! Hey, wo müssen wir hin? Keine Ahnung! Werden wir jetzt sehen! OP-Gleit. Okay. Ich glaube, da hinten auf die kleine Insel, oder? Lol, ja, das sieht da unten so aus. Nee, hä? Nein, ich bin zu schnell gefallen. Hey, ich weiß nicht, wohin. Davor schon? Ich hab's zu spät gesehen, wo man hin muss. Ich hab's immer noch nicht gesehen. Wo müssen wir hin? Jetzt, wo ich's weiß, Alter, easy. Warte mal, auf diese blaue Plattform war's nicht, weil... Da ich war ich. Einfach neu. Ich bin schneller als der jetzt im Kreis zu ziehen. Hä, ich bin doch direkt hinter dir. Achso. Ich weiß nur nicht, wo ich hin muss. Zu folgen. Ich folge dir einfach. So. Hä, dahin? Ach, da! Oh, Digga. Nein, ich hab's nicht Digga, geschafft. Digga, wie sweet ich gelandet bin, ich hab viel zu spät gesehen, Digga, wo ich landen muss. Das war möglichst Schmuff-Fliegerei. Habe ich mich wieder Alter, von den... hier kommt jetzt unser Haftschlüssel. Hier ist jetzt Ziegenmissier. Ich habe mich von diesen ganzen Tubes dort irritieren lassen. So, mein jetzt, Motorrad wo wir wissen, hat von der Landung so krassen Damage bekommen, dass es geraucht hat. Ja, du bist ja auch gerade mit 800 km/h runtergecruised, ne? Ja, das ist korrekt. Hier kommt jetzt diese scheiß Wasserpimmel-Dinger. Richtig keinen Bock drauf. Vor allem noch mit... Zweiter? Ah, komm. Nice. Warum steigst du ab? Bist du ein Hass oder was? Ich komm da rauf, Alter, eine Welle kommt. Und weil ich dieses Teil so tief runtergedrückt habe, steigt er einfach ab. Wenn man absteigt, stirbt man. Ey, ich komm hier nicht hoch! Ah! Oh! Digga, wie einfach ist das bitte da hochzukommen? Ich komm da nicht hoch! Geht doch! Okay, oh nein, nicht das! Nein! Oh!
würde am liebsten gerne nochmal gleiten und einfach in den nächsten Punkt rein. So. Oh, gerade mit so vielen Leuten ist das doch und echt... Und drüber! Bist du echt drüben? Mittlerweile Ziegen-Messias können wir. LOL, ich bin erster Platz. LOL, Nico ist erster! Hä? Well! Nee, einer, mindestens einer. Hä, ist es echt niemand vor mir? Krass! Dirk ist der Ziegen-Messias! Digga, wenn ich jetzt als erstes Ziel komme. Ich bin Dritter! Ja, du hast recht! Ich bin jetzt Dritter und einer ist nur vor mir. Ich muss dich noch wegsnacken, komm! Der Auftrag ist Dirk einholen! Welle! Dirk einholen! Oh. Digga, wie soll ich da rüberkommen? Ja! Oh, warte, kurz chillen. Ich muss gerade richtig langsam. Leute, wie hast du das gemacht? Hä, ich hab noch gar nichts. Bei mir warst du komplett bis Kopf über unter Wasser. Hä, du bist gerade schon wieder durch Wasser. Nein! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Ja, ich hab mir andere Art von Wellen wahrscheinlich, ne? Lol, ich hab auch den Punkt nicht bekommen. Oh. Aber warum habt ihr alle so chillige Wellen, Alter? Na, chillig will ich nicht sagen. Ich würde die gerne nochmal bei dir sehen. Bei mir steht die ganze Röhre unter Wasser. Ich hab den Punkt, bin aber leider... Ich bin Erster! Nein, ich bin Zweiter, Leute, weil ich einen falschen Respawn habe! Wieso bin ich zu weit gesprungen? Ich lande nicht auf der Plattform, ich kann nichts machen. Fuck! Ich bin echt im Arsch. Was denn? Ich lande nicht auf der Plattform. Ich spring... Ich spring direkt ab, ich kann nichts machen. Ist das Assi? Ist das Assi? Das verdirbt mir die Map! Ich spawn und bin direkt tot, die ganze Zeit. Ich kann nichts mehr machen. Oh fuck, Alter, ich hoffe, ich habe jetzt einen richtigen Spawnpunkt. Nee. Ja! Ich bin spawn die ganze Zeit daneben, ich bin... Ja, jetzt auch! Nachdem Deko da weg ist, oder was? Und ich lande wieder in einer riesigen Welle! Und jetzt spawne ich im Wasser! Und? Ich bin zu weit! Zu weit, Mann, das kann doch nicht wahr sein! Und jetzt spawne ich wieder im Wasser. Alter! Ich bin drin! Pah! Als Zweiter! Los, komm, Baby! Meine Eier. Ey, das kann doch nicht wahr sein! Oh, ich weiß gar nicht, wie viel da war ich? Warst du Erster? Nee, Vierter oder sowas nicht. Fick mich! Ey! Wie viel da bist du? Ja, ich spawn immer noch im Meer! Ja, aber wie viel da bist du? Sechster jetzt? Das kann ich immer noch nichts machen. Ey, das ist der erste Try, den ich hatte! Ich war doch drin! Ah. Ich komm nicht! Ah. Alter, hier ist gerade richtig Tsunami! Also, ne? Ey, dieser Spawn ist so scheiße. Ich muss echt sagen. Oh? Oh! Bin ich jetzt hier? Das Ende war sogar nochmal cool. Na, geht. Also, insgesamt war die Map ein bisschen einfach, finde ich. Ich kann nichts machen. Also, ich finde eben die Spawnpunkte bei sowas dann scheiße. Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob man da was machen kann als. Also, natürlich nicht im Wasser, Marvin, ne, chill mal. Digga, hättest du das gesehen, Mann? Was? Bitte, was? Ey, ganz ehrlich. Fick meine Eier. Das wird was, ja! Sieht gut aus. Endlich, komm. Wir sind drin. Was für ein Film. Aber Muchas hat richtig viel Spaß gemacht. Level Asian am Ende mit den Welten. Hat's mal... Richtig spannend gemacht. Deko, herzlichen Glückwunsch für den ersten oder zweiten Platz. Und ich hab's euch gefallen. Ich glaube ja eher am vierten Platz, ne? Aber ich weiß nicht. Lass einen Daumen nach oben da. Zum nächsten Mal reingehauen. Bye bye.